Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich doch nun auch mal meinen Beitrag machen zum Vinyl Tag 2023 in der deutschen German Edition. Kurz zur Erklärung, wer das nicht kennt. Das gibt es schon länger im englischsprachigen internationalen, in der internationalen Vinyl-Community, dass da sich einer zu Anfang des Jahres so eine Challenge überlegt, an der dann alle YouTuber, die Lust haben, teilnehmen und die Aufgaben erfüllen, die denn der Erste da erstellt hat. Und dieses Jahr hat mal der Pete diese Liste ins Deutsche übersetzt und gesagt, Mensch, warum nehmen wir denn nicht auch daran teil, eben auf Deutsch? Ja, macht Sinn, gute Idee, bin ich dabei. Vorab. Also ich muss wirklich sagen, Leute, das war wirklich richtig Arbeit, ne? Also nicht nur, dass es viele Fragen sind, sondern man muss sich ja auch überlegen, was für einen da passt zu den Fragen und muss das ganze Zeug auch noch raussuchen. Ich werde die Fragen auch dementsprechend nochmal unten in die Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr, falls ihr auch Lust habt, da mitzumachen. Vielleicht will ja sogar jemand, der noch nie ein Video gemacht hat, aber einen Grund sucht, ein Video zu machen, mit diesem Video mal einsteigen. Das wäre schön. Legen wir los. Erste Frage: Die Lieblingsplatte aus 2022. Und entschuldigt bitte, dass ich das dann hier am Handy mal ablese, weil das kann man sich ja alles gar nicht merken. Ja, meine Lieblingsplatte aus 2022 kennt ihr aus meiner Beste Schallplatten 2022 Liste. Es ist The Smile. A Light for Attracting Attention. Ein Album, das letztes Jahr bei vielen in den Top 5 gelandet ist. Einfach wunderbar, nicht nur musikalisch, sondern auch klanglich. Wir wollen darüber jetzt nicht bei mir hier in der schönen gelben Version, will es hier nicht über jedes Album ewig philosophieren, sonst wird das Video ewig lang. Das letzte Konzert, auf dem ich war, ja, das war Ende des letzten Jahres in Wiesbaden. Und zwar waren das gleich zwei Headliner. Das war einmal Thrice und Coheed and Cambria. Ja, alles so in der Richtung, das so, ja, früher Post-Hardcore, inzwischen aber auch teilweise ein bisschen softer unterwegs, die Jungs. Das hier heute auch so prog-rockig, würde ich sagen. Früher auch ein kleines bisschen anders, aber immer noch cool. Zwei Headliner, ganz tolles Konzert. Vielleicht ein bisschen kurz gespielt, Coheed and Cambria da am Ende. Da hätte ich mir noch ein paar Lieder mehr gewünscht, aber das ist wieder richtig gut abgegangen. Ich zeige euch auch noch hier das Tour-Shirt, das ich mir da gekauft habe. Ja, so von vorne. Das war die Window of the Waking Mind Tour. Und ich war hier in Wiesbaden. Und das dritte war, ihr erstes Album war das beste Album. Und da hätte ich jetzt irgendeinen Klassiker nehmen können, aber ich nehme noch was Unbekannteres. Und zwar ist das Acceptance Phantoms. Und das gehört definitiv in dem Genre zu meinen Top 10 besten Alben ever. Das war deren erstes Album damals irgendwann 2005. Und es gab zwar vorher schon was, aber das war eine EP. Die Tracks sind auch hier auf dem Album nochmal gelandet. Wir sind ja so im Bereich Alternative Rock. Früher hätte ich es noch so ein bisschen in die Emo-Richtung. Aber lasst euch davon nicht abstrecken. Das ist eine absolute hammermäßig eingängige Platte. Hier in einer Reissue, die Gott sei Dank gekommen ist vor ein, zwei Jahren, in Pinwheel Clear mit Blau. Alleine die Songs Take Cover oder Permanent. Also das ist irrer Wahnsinn. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das jemand nicht gefällt. Die Alben, die danach gekommen sind, ja, ist danach noch ganz okay. Das Neueste, ich weiß nicht, ist nicht mehr so mein Stil, wie ich das hier von der Band von damals kenne. Ich liebe das Album. Tja, und dann kommen wir zum Hattrick. Und zwar Platte, CD und Kassette eines Albums. Da muss ich leider passen, habe ich nicht. Ich kann zeigen, eine Platte und eine CD dann wenigstens. Da mache ich mir es recht einfach. Ich nehme nochmal vom Anfang das Thrice-Album auf Platte. Das ist übrigens eine besondere Version hier in weißem Vinyl. Ist schon ein bisschen älter ist. Und das hier die CD, die ich mir damals gekauft habe. Das ist das Original, das ist das bekanntere originale Cover davon. Albumtitel, welcher mit demselben Buchstaben beginnt und auch endet. Nehmen wir einen Klassiker.
mein Lieblingsalbum von Steely Dan und das ist Asia. Auch das hier eine frühe deutsche oder europäische Pressung, ich weiß es gar nicht mehr. Und klanglich ganz fantastisch. Album, das mir immer wieder Spaß macht. Im selben Jahr geboren, also ein Künstler, der im selben Jahr geboren ist wie ich. Und das ist in diesem Fall der Sänger der Band Anne Boleyn. Und der heißt Stephen Christian. Ich zeige hier stellvertretend ein Album von Anne Boleyn, ein Live-Album. Das ist Anne Boleyn Cities and Never Take Friendship Personal Live in New York City. Zwei Hammer-Alben, ehrlich gesagt, diese Live-Version nicht besonders gut aufgenommen, also klanglich ist nichts Feines. Und leider, diese alten, mega, mega guten Alben von Anne Boleyn sehr schwer zu bekommen. Keine bzw. wenig Reissues, sehr, sehr schade. Aber einer meiner, ja, würde ich auch sagen, Top 5 Lieblingsbands in dem Genre. Wir sind ja auch wieder so im Bereich Alternative Rock. Ich liebe die Stimme von Stephen Christian. Und ich zeige euch hier auch stellvertretend mal das beste Album von denen. Das Ganze hier von 2008, glaube ich. Anne Boleyn, No Surrender, nur Hits drauf. Absolut hammermäßig. Wer mit der Musik was anfangen kann, hört mal rein. Das meistgehörte Album 2022 war sehr schwierig, muss ich sagen. War eine der schwierigsten Fragen. Habe ich dann irgendwas genommen, was ich denke, das könnte passen, weil ich habe so viele Sachen öfters gehört, aber es war wirklich nichts dabei, das so extrem herausgestochen hat bei der Masse an Platten, muss ich sagen. Aber doch recht oft gelaufen ist das Aaliyah-Album, die Reissue, die letztes Jahr kam, von Vinyl Me Please. Auch eine schöne Edition. Musik, die ich früher auch geliebt hatte und die mich klanglich sehr überrascht hat, vor allem für dieses Hip-Hop-R&B-Genre. Macht mega Spaß, ist auch oft gelaufen, wenn jemand mal die Anlage hören wollte, ja, der jetzt mit Jazz oder sowas nichts anfangen kann, kommt sehr dynamisch rüber. Ist schon oft gelaufen, aber da gab es noch einen Haufen andere Alben, die genauso oft gelaufen sind. Ne? Also es ist stellvertretend. Als nächstes kommt der meistgehörte Künstler 2022 und das war wiederum recht einfach für mich. Und das war definitiv David Crosby, der ja nun leider auch inzwischen verstorben ist. Denn egal ob das diese Crosby, Stills, Nash & Young war, die ich eh liebe, davon habe ich letztes Jahr eine neue Reissue bekommen. Von der Crosby, Stills, Nash Self-Titled hatte ich die MFSL MoFi bekommen, die ich dann auch immer wieder im Vergleich gehört habe. Ich hatte mir letztes Jahr das Solo-Album gekauft von David Crosby, If I Could Only Remember My Name, die Reissue von 2021, die auch absolut fantastisch klingt, die auch hoch und runter gelaufen ist. Ich habe mir gerade vor kurzem das neue bzw. das letzte Album von ihm nochmal gekauft, welches ich auch sehr gut finde. Das stelle ich bald vor, ein neues aus dem Plattenschrank. Also definitiv David Crosby. Eine australische Band, ja, da haben ja viele AC/DC genommen, hätte ich auch nehmen können. Ich versuche da nochmal was so in meiner Spezialrichtung wieder zu zeigen. Da nehmen wir die Band Polaris. Und schaut mal, das ist ein cooles Cover, finde ich. Wir sind hier wieder im Bereich Post-Hardcore, Metalcore. Einer der coolsten Bands in der Musikrichtung der letzten 10 Jahre, plus minus, würde ich sagen. Gefallen mir sehr gut. Ich möchte euch hier mal das Vinyl zeigen, denn das ist auch eine schöne Reissue. Na, die sieht doch wirklich mal cool aus, finde ich. Und ja, wie soll ich euch das beschreiben? Das Album, das knallt richtig, ist auch mein Lieblingsalbum von den Jungs. Das ist von 2018 und wie gesagt, sind Australier. Dann Überraschungsplatte, dieser Kauf überrascht meine Zuschauer. Habe ich mir auch schwer getan. Könnte ich mir höchstens vorstellen, dass vielleicht diese Platte nicht so gewöhnlich für mich war. Eine Neuauflage oder Neuinterpretation von Max Richter. The New Four Seasons, Vivaldi Recomposed, ein tolles, klassisches Album, eingängig für Einsteiger geeignet, die mal in Klassik reinhören wollen. Da gibt es auch schon eine ältere Version, die nochmal anders ist. Hier wurden irgendwie alte Geräte, Instrumente benutzt, analoges Thema, glaube ich. Hier gab es auch eine tolle Colored Edition, klingt auch sehr fein. Also vielleicht hat das auch deutsche Grammophon den einen oder anderen überrascht, ich weiß es nicht. Ein Künstlerband, von denen ihr alles habt, von denen ich alles habe. Ja.
Da ist mir nur eine Band eingefallen, von der ich so gut wie alles habe. Ich glaube, es fehlen ein, zwei Sachen, macht mich jetzt aber nicht drauf fest. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar handelt es sich um die Band Silverstein, auch hier Bereich Post-Hardcore. Eine der wenigen Bands, die in dem Genre schon nun seit plus minus 20 Jahren kontinuierlich und solide Musik machen und sich eigentlich nie so gewandelt haben, dass ein Fan sagt, das ist nichts mehr für mich. Und das finde ich sehr cool. Und deswegen habe ich auch die Alben immer weiter gekauft und geliebt. Ich zeige euch mal stellvertretend hier ein paar Alben. Wie gesagt, die Band heißt Silverstein. Und das ist einfach fantastisch. Wie gesagt, das ist jetzt in keiner Reihenfolge. Das war so eine Live-Session, die vor kurzem rausgekommen ist. Das waren alles ein paar ältere Alben, das auch. Das ist eins der Klassiker, das zweite Album, soweit ich in Erinnerung habe, Discovering the Waterfront, bei den meisten Leuten der Favorite. Hier mein Favorite, das erste Album, When Broken is Easily Fixed. Auch cooles Cover mit dem Roboter, der hier so sein Herz in der Hand hält. Anspieltipp hier, absoluter Knaller aus der Zeit damals, Bleed No More. Also irre, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und hier jetzt die neueren Alben. Das war das erste neuere von vor ein paar Jahren, wo der Stil so langsam ein bisschen anders wurde. Aber wie gesagt, immer noch für Fans gut. Die Band macht mir immer noch Spaß. Dann kam dieses Album und jetzt zuletzt dieses. Ja, coole Band, wie ich finde. Hört mal rein. Drei überragende Alben einer Band in Folge. Das war einfach für mich. Hätte ich jetzt auch wieder Silverstein nehmen können, aber nehmen wir was anderes. Treue Zuschauer wissen, dass ich mega Fan bin. Es handelt sich um Sade. Wir starten mit dem ersten Album Diamond Life. Knaller. Zweites Album Promise. Knaller. Drittes Album Stronger Than Pride, Knaller. Und von den drei hier das dritte Album, mein persönlicher Favorit. Und das Gute ist, das sind die drei besten Alben von Sade und diese drei Alben sind auch leicht und einfach auf dem Gebrauchtmarkt zu finden, wurden in Masse produziert und klingen alle absolut fantastisch. Also mit den Alben habt ihr einen Riesenspaß. Mit den neueren, drei neueren Alben danach war das nochmal etwas schwieriger, aber diese drei Alben traumhaft. 80er Soundtrack für mich einfach, muss Rocky sein. Ja, ich hätte auch Over the Top nehmen können, das habe ich aber letztens schon mal irgendwo gezeigt. Rocky 4 Soundtrack, mein Lieblingsfilm aus der Rocky-Reihe als Kind, keine Ahnung, auch 40, 50 Mal geschaut. Kenne ich alles in- und auswendig, dementsprechend finde ich auch den Soundtrack sehr cool. Das hier ist eine Music on Vinyl Reissue at the Movies, nennt sich die Serie von den Soundtracks. Klingt auch sehr gut, kommt auf klarem Vinyl. In 2022 verstorben, ja leider, es war Pharoah Sanders und da zeige ich stellvertretend das Album, das auch bei sehr vielen im Jahre 2021 in der besten Liste war. Floating Points mit Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra. Ein fast hypnotisches Album, eine hypnotische Session, die man im Ganzen hören muss. Finde ich immer noch spannend. Ist jetzt gerade noch mal gelaufen, als ich es rausgesucht habe. Toll und ja, schade, dass Pharoah Sanders jetzt nicht mehr unter uns ist. Toller Künstler, aber auch sehr avantgardistisch und experimentell teilweise unterwegs. Aber da gibt es viel zu entdecken. Hier sieht man ihn übrigens hinten drauf hier ein bisschen. So. Die Enttäuschung des Jahres 2022, naja, hätte es natürlich auch die Thriller nehmen können, auf bezüglich der Qualität mit Kratzern und welligen Platten und so weiter, aber das haben wir auch schon zu Genüge besprochen, habe ich was anderes genommen. Ich nehme mal dieses Album hier stellvertretend, The Parable of the Poet von Joel Ross. Ein auf Blue Note erschienenes Jazz-Album. Das Vorgängeralbum von Joel Ross finde ich auch ganz cool. Das war der neue Release und das ist auch mal wieder eine Limited Edition gewesen. Ich kann euch immer noch nicht sagen, ob ich die gut finde und ich habe die schon Monate. Also ich komme irgendwie nicht richtig rein und bin deswegen immer noch enttäuscht. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich fand das Cover so cool. Ich fand die Version so cool. Hatte die lange vorbestellt.
Es ist teilweise gut, aber teilweise auch irgendwie so leise und dezent gespielt. Da muss man die Anlage voll aufdrehen, dass überhaupt was rüberkommt. Es ist die Art und Weise, die hier eben gespielt wird. Ich will es nicht als schlecht bezeichnen, aber irgendwie bin ich schon von dem Album enttäuscht, weil ich mir mehr erhofft hatte. Ja, als nächstes kommt abseits von Vinyl, was habt ihr euch gekauft? Das waren einige Sachen, aber ich zeige da auch jetzt mal hier eine Sache. Und zwar war das dieser Gimbal. Ja, ein Gimbal für meine Kamera, mit denen ich filme, für Aufnahmen zu machen, wenn ich die Geräte abfilme, dass das nicht so verwackelt ist. Ja, also der gleicht das Ganze aus. Das ist ein DJI Ronin SC. Noch recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, einigermaßen erschwinglich. Gutes Gerät, solide verarbeitet und tut, was es soll. Euer Schatz des Jahres 2022 auf Vinyl. Das ist mir leicht gefallen. Zwar ist das ein Album, das ich nicht gehofft hatte, dass ich das so schnell irgendwie gebraucht, gut und günstig rankomme. Und es gibt auch keine Neuauflagen aktuell. Wurde sehr wenig gepresst. Es ist ein Jazz-Album. Es nennt sich In a Minor Groove. Dorothy Ashby und Frank West. Kommt auf Prestige. Monoscheibe hier mit dem schönen Prestige-Label. Ist hier eine frühe Reissue aus Japan. Das Einzige, was hier fehlt, ist der Obi. Ansonsten schönes, schweres Cover, Top-Zustand, VG plus, würde ich sagen. Ein Mega-Jazz-Album, Harfe, total eingängiger Klang. Ich liebe das Teil. Und auf der HiFi-Messe letztes Jahr an dem Plattenstand sehe ich die doch. Und das war auch recht erschwinglich. Deswegen war das so mein bester Fund, den ich letztes Jahr hatte. Space-Thema auf dem Cover, easy going, sage ich mal. Nehmen wir einfach das Boston-Album, wer kennt es nicht, mit dieser Raumschiff-Zeichnung drauf und diese blauen Flammen rauskommen. Ja. Zeig ein Geschenk aus der Vinyl-Community. Das war auch leicht. Ein Deutschrap-Album. Es handelt sich um OJ Kimo, Mann beißt Hund. Eins der wenigen Deutschrap-Alben, die es in meine Sammlung schaffen. Und die war in dieser Version, in dieser Colored Limited Edition letztes Jahr so gut wie nicht mehr zu bekommen, direkt vergriffen. Und der liebe Diggity Dennis, der übrigens auch einen YouTube-Kanal hat, schaut mal bei ihm vorbei, hat mir diese Platte geschenkt mit einem lieben Zettel, der hier drin ist, auf dem er geschrieben hat, als kleines Dankeschön für meine Arbeit auf meinem YouTube-Kanal. Wollte er mir die schenken, weil er sich nochmal die neue Version, wohl noch eine dritte Platte dabei war, eine Sonderedition bestellt hatte, hat er mir die vermacht. War super. Puh, ganz schön anstrengend, aber wir kommen zum letzten Punkt. Der heißt, zeig ein Album aus 1973. Und da möchte ich euch nochmal zeigen, eine Platte, die auch schon öfters bei mir aufgetaucht ist. Der Künstler Diodato Prelude. Brasilianischer Jazzpianist, hier mit dem es gibt noch ein Album mit so Blumen drauf, so pastellmäßig gezeichnet. Das finde ich, glaube ich, noch ein Ticken besser. Aber das ist so das zweitbeste Album. Hier auf CTI eine frühe Pressung, eine frühe niederländische Pressung. Und ich finde, das ist ganz tolle Musik und klanglich auch eine feine Sache. Solltet ihr, falls unbekannt, auch unbedingt mal reinhören. Ja, jetzt sind wir durch. Das war der Vinyltag 2023. Aus der englischen Version ins Deutsche übersetzt von dem Pete. Und übrigens, es wird bald noch ein ähnliches Video folgen, denn der liebe Timo vom Vinyl und Kanal hat eine komplett deutsche Challenge gestartet, indem wir aus der deutschen YouTube-Vinyl-Community alle eine Frage eingesteuert haben. Und das werden wir auch bald alle einzeln abdrehen, denke ich mal. Wenn ihr noch mehr sehen wollt zum Thema Vinyl und HiFi, seid doch so nett, lasst mir ein Abo da, schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ein paar Likes schaden auch nie und kosten nichts. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.